Daher arbeitet die UKSA eng mit Lockheed Martin und ABL zusammen, damit Sexaford Spaceport US Launcher beherbergen kann. Also, dass es ITAR-Bestimmungen genügt. Sexaford soll im Vollbetrieb später 5 Startrampen haben und mindestens 7 Startanbieter beherbergen. Dabei teilen sich die Launcher der jeweiligen Herkunftsländer immer eine Rampe. Die USA haben das Pad, das am weitesten draußen auf der Landzunge liegt, bekommen, weil die natürliche Enge und die Klippen auf der anderen Seite extra Schutz bieten. Deutschland wird in Sexaford mit High Impulse und der Rocket Factory Augsburg oder RFA vertreten sein. Der Hafen hat vor kurzem erst die Lizenz für bis zu 30 Starts pro Jahr erhalten. Das Management rechnet damit, dass sogar Bedarf für mehr da ist. Und wenn Sie mehr starten wollen, müssen Sie nur lieb fragen, denn die Behörden wollen die Raumfahrt in der UK ordentlich zum Brummen bringen. Und jetzt haben aber auch Astra, Skyrora und andere Launcher aus Europa schon zumindest Absichtserklärungen oder manche sogar schon fixe Verträge abgeschlossen.